bitte lauf hier nicht lang. Ich werde nach dieser Folge wirklich ganz, ganz schlimme Albträume bekommen. Ich habe es jetzt schon im Gefühl. Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Amnesia, A Machine for Pigs. Hier sind wir stehen geblieben und hier machen wir jetzt auch weiter. Ja, ich bin voller Vorfreude, denn wir haben in der letzten Folge zum Schluss diesen tollen Hebel hier bedient. Und damit haben wir das hier wohl irgendwie geöffnet. Die Kammer des Schreckens, gefühlt. Und wir treten da jetzt ein. Und es kann eigentlich nur katastrophal gruselig werden. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel das jedes Mal hinbekommt. Aber... Oh, verdammt. Oh no. Okay. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel das jedes Mal hinbekommt, aber gerade bevor ich das Spiel aufgenommen habe, war ich noch voll gut drauf so. Und jetzt habe ich schon wieder ziemlich Angst. Das ist bei mir immer richtig krass, so dass ich das... Weiß ich nicht. Ich bin insoweit immer sehr emotional. Oh Gott. Käfige. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Okay, das sind anscheinend wirklich irgendwelche Schnipsel aus der Vergangenheit. Was ist mit meinem Licht? Bitte tu das nicht. Oh Gott. Ich bin so froh, wenn ich mal einen Brief wieder entdecke, ne? Ich dachte gerade, das wäre ein Käfer hier auf meinem Schreibtisch. Holy fuck, was bist du? Oh mein... Oh. Es war nur ein Deckel meiner Flasche. Okay. Okay, es wurden doch keine Schweine in der Kirche hier unten gehalten, sondern Menschen. So vielleicht... Oh Gott. So ein Mensch wie wir. Und wie unsere Kinder. Um aus denen dann... Schweine zu machen... Oh fuck! Oh fuck! Oh Gott! Oh Gott! Oh no 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 no! Oh Gott! Oh no! Okay. Oh Gott. Boah, das hat mir gerade richtig... Boah. Das war richtig... Ja. Oh, fuck my life. Oh, no, 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 no. Oh, Gott. Jetzt fängt's an. Jetzt fängt es an. Jetzt auf, du blödes Licht. Oh, es ist dunkel. Hier auf jeden Fall nicht rein. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das jetzt aufmachen konnten. Aber ihr habt es gesehen, was gerade an uns vorbeigelaufen ist.
Das ist so schlimm, ne? Ich laufe nicht lang. Oh Gott. Boah, war das knapp. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe gerade richtiges Zittern bekommen. Oh mein Gott. Oh Gott. Er ist so an uns vorbeigelaufen, ne? Gott sei Dank ist das Spiel schon so alt. Wäre das Spiel jetzt von 2020 oder 2022, 2021 kann auch sein, hätte er uns auf jeden Fall bemerkt. Puh. Lassen wir so einen Spalt offen. Falls nötig. Na egal. Okay. Boah, ich bin so froh, ohne Mist, wenn ich immer hier draußen bin, ne? Also auch wenn es ebenfalls sehr, sehr gruselig ist, ich bin jedes Mal froh, hier raus zu sein. Oh Gott. Herrlich. Ich weiß gar nicht, ist das alles hier? Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Ist das alles hier tatsächlich, gehört das alles dazu? Oder, weil, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Weil das sieht auch so hinten wie Wohnhäuser. Aber vielleicht gehört das alles ja hierzu. Und es ist ein riesengroßer Komplex. Ich weiß es nicht. Okay. Dann kaufen wir jetzt ein bisschen Fleisch. Ich find's krass, dass alles hier einfach so verlassen ist. Dass hier wirklich keine Menschenseele ist so. Aber muss ich sagen, das ist schon, man kann sogar die Fenster hier bewegen. Ich will das gerne zumachen. Weil so fühle ich mich sicherer. Ich muss sagen, ich finde das schon krass. So, weil zum Beispiel, wenn ihr an Outlast denkt, die Stadt dort oder das Dorf, das war ja richtig belebt, ne? Und da musstest du wirklich immer aufpassen, wo du... Ja, ich will es zumachen. Wo du langläufst. Ne? Ach, keine Ahnung, das ist... These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government, they make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Der Typ ist einfach krank. Aber was mir gerade aufgefallen ist, als wir das letzte Mal auf die Karte geguckt haben, war dort oben, hier, war es so weiß wie hier. Und kann es sein, dass das vielleicht die Karte ist, was wir alles machen müssen? Also in welchen Gebieten wir überall sind?
Wir waren da, wir sind jetzt hier. Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Ich glaube, oder? Ich weiß es aber noch nicht so ganz, aber ich glaube, wir sind hier schon gewesen. Aber kann ich euch nicht sagen, und auf jeden Fall geht's irgendwann hier unten weiter. Und dort oben sieht, unten sieht's richtig schlimm aus. Also ich, boah, nein. Aber, okay. Es ist im Niger. Ich weiß, ich sag das oft, aber wenn ich sage, es wird immer schlimmer, dann wird's wirklich immer, immer schlimmer, ne? Also, das Spiel hat eine deutliche Steigerung. Jedes Mal, wenn dieses Ding flackert, dann, passiert gleich was. I don't like this. Aber ihr müsst bedenken, dafür, dass dieses Spiel wirklich schon echt, weiß nicht, wie alt ist es? 10 Jahre. Oh, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, das sind Bewegungsmelder, aber gab es die zu diesem Zeitpunkt schon? 1899? Ich weiß ja nicht mal, ob wir wirklich in 1899 sind. Die ganzen Notizen sind von 1899, aber ob wir gerade in dieser Zeit sind, das weiß ich nicht. Könnte ich auch sagen, dass wir später hier sind, weil alles hier so verlassen ist und das Einzige, was sich hier nur noch befindet, ist vielleicht ein alter, kranker Mann, der Mensch und Schwein zusammenfügt. Aber wie gesagt, dafür, dass das Spiel 10 Jahre alt ist, müsst ihr noch, also müsst ihr denken, oder müsst ihr wissen, so gruselig wie dieses Spiel ist, ja, genauso wie Amnesia 1, das ist unglaublich. Und vor allem, was sind da für Abstände? Das Spiel ist von 2012 und 8 Jahre später, das heißt 2020, kam Amnesia Rebirth raus. Also das ist schon, man merkt, das Spiel ist schon was Besonderes. Und es ist nicht umsonst auf Platz 1 der, ja, nicht der gruseligsten Spiele, sondern ist auf Platz 1 das gruseligste Spiel überhaupt. Alles cool. Oh. Jung. Hear me, Mantis. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Ich will den Saboteur gar nicht treffen. Das will ich gar nicht. Geh weg. Ich liebe das, wie ich die Sachen hier umschmeißen kann. Das ist so ein richtiges Flohspiel, ey. Falls ihr euch wo... Also. Hallo? Warum kann ich das nicht anklicken? Ich kann die Notiz nicht nehmen. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann sie nicht nehmen. Okay, dann gehen wir wieder weiter runter in den Tod. Ich glaube, das ist die Maschine hier, oder? Auf jeden Fall will ich diesen Saboteur nicht treffen, ich habe jetzt schon Angst. Wenn's... Oh Gott. Ich will nicht mehr. So, von hier sind wir ja gekommen. Wo kann ich... Ah, da, genau. Geht's weiter runter. Ich will gar nicht weiter runter gehen. Ich will das gar nicht. Könnte das hier keine Bierbrauerei sein, ey? Das würde das Ganze ein bisschen einfacher machen. Wie ist das? Okay, können wir irgendwas rausnehmen? Können wir machen, schließen? Ich weiß aber nicht, ob das so relevant ist. Okay, ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist.
Ich glaube nicht. Sind wir in einem Kontrollraum sicher? Ich hoffe es. Das geht. Okay, das beschreibt eigentlich nur, wie das hier alles funktioniert, also was das hier alles ist. Auf jeden Fall sind hier irgendwelche Kontrollzüge installiert. Ach, Kontrollzüge. Irgendwelche Sachen installiert und wieso können wir damit nichts machen? Ich will das gerne anhalten hier, aber irgendwie geht das nicht. Hier, friss. Keine Ahnung. Schauen wir uns weiter um. Okay. Was ist das? Soll das sein? Wir können aber nicht reingehen, oder? Es scheint nicht so, als würden wir irgendwie da reingehen können. Also damit können wir auf jeden Fall noch gar nichts machen. Müssen wir vielleicht hier Kohle reintun? Ich meine, ich bin nur im Weg. Okay. Ah. Chill, alles gut. Ja, der läuft ja hier. Kann ich dann also... Ich hoffe, es geht gerade nochmal vollkommen im Kreis. Kann ich dann vielleicht das hier machen? Nö. Kann ich nicht. Moment, vielleicht brauche ich mehr Kohle. Ah ne, das Ding nicht. Das andere Ding. Wir brauchen ja noch mehr Kohle. Ja, anscheinend nicht. Man muss wohl so, wie es jetzt ist hier. Okay, 4. Was heißt die 4? Genau, 4 brennt. 6 und die 2 nicht. Wo ist denn 6 und 2? Ah, okay. Okay. Moment. Es muss nur noch die 4, 2. Brennt hier alles, aber was ist mit der 6? Ist die 6 vielleicht irgendwo? Das ist die 3. Oh. Hier ist auch noch eine Tür. Da. Reicht das? Also, würde das reichen?
Okay, Moment. Oh, mein Nacken. Irgendwo war noch ein bisschen Kohle. Habe ich gesehen, jo. Da. Man muss auch sagen, das liebe ich einfach an diesem Spiel und das habe ich auch an Teil 1 schon richtig gefeiert. Die Aufgaben, die sind nicht schwierig, aber auch nicht, also auch nicht zu schwer, nicht zu leicht. So, die sind halt wirklich machbar. Und, das macht das Ganze einfach gut spielbar. Ich dachte gerade mal, ich könnte das irgendwie flackern. Das macht das Ganze gut spielbar. Und da geht vergeht einem auch einfach nicht so die Lust. So. Also das finde ich ganz gut. Und? Was denn jetzt? Was passiert jetzt hier? Was habe ich gemacht? Irgendwas bewegt sich hin und her, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Ich habe Angst, wenn ich jetzt da rausgehe, dass da irgendwie ein Schwein oder so steht. Oh Gott, das ist so gruselig. Okay, ich komme hier nicht mehr weiter. Also das Tor ist zu. Ist auch nicht schlecht, weil so kommt hier vielleicht nichts rein. Das ist gut. Oh no. Oh Gott. Okay. Ich will, dass das aufhört. Ich will nicht mehr. Oh Gott. Nein, ich komme hier nicht lang. Vielleicht hier lang? Ich weiß es nicht. Oh fuck. Oh no. Oh no. Oh no, oh no. Ach so, hier komme ich. Aha, okay. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Oh, Kacke. Scheiße. Weiß ich wo lang? Weiß ich wo lang, ich weiß nicht wo lang, ich weiß nicht wo lang. Oh Kacke. Hier lang? Oh Gott.
Oh Gott. Oh Gott, das ist mit Abstand das Gruseligste, was ich je erlebt habe. Okay. Okay, da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Okay, wir müssen wir einfach da lang. Aber nee, ich weiß es gar nicht. Wir müssen wir auch einfach hier lang. Ich hoffe, mir kommt jetzt nicht wieder so ein Schwein entgegen. Weil das war hardcore gruselig. Scheiße. Hier auch nicht. Hä, da muss ich ja irgendwie da langkommen, oder? Oder so. Alter. Boah, das wird wirklich immer verrückter. Das wird immer gruseliger und verrückter. Ich hab wirklich Panik. Das wird Albträume des Todes geben, ich sag's euch. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Damit ermutigst du mich natürlich immer mehr, du Idiot. Okay, wo, das sieht hier aus wie so ein... Okay, ich brauche einen Schlüssel dafür auf jeden Fall. Das. Okay, das ist, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist ekelhaft. Oh, wow, wow, wow. Okay, ich denke mal, hier kommen wir gerade ein bisschen zur Ruhe, dann kann ich euch kurz was Neues erzählen, was jetzt gerade nichts mit dem Game hier zu tun hat. Mit dir. Und zwar... seht ihr, wenn ihr in meine Beschreibung klickt, die unter jedem Video ist, Videobeschreibung halt, dass es einen neuen Podcast gibt von mir und einem Kollegen, den lieben, dem lieben Young Fichtel. Und zwar machen wir jetzt bald einen Podcast, das dauert noch ein bisschen, und unser Podcast heißt Hype in Greek, und da reden wir über alles. Wir reden über... Okay, kann ich nicht mehr machen. Da reden wir halt über Games, über alles. Also natürlich irgendwo halt, wir reden wirklich über alles. Es hat auch was mit Horror zu tun und wir reden wirklich über so viel. Also das wird sehr vielseitig. Also für jedermann ist es auf jeden Fall was. Und wenn die erste Folge rauskommt, dann werde ich euch natürlich sofort Bescheid geben. Und ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Und ja, das wollte ich euch nur schon mal ankündigen, dass es auf jeden Fall was richtig Großes wird. Und
Okay. Ja. So sieht's aus. Okay, wir können da nicht lang. Vielleicht einfach da lang gehen, wo Schwein lang gegangen ist. Hopefully not. Hier ist nix, ne? Ne. Aber hier. Es ist so schrecklich, wenn er schreibt, er hat eine Lieferung Schwachköpfe bekommen. Also Menschen, die in einer Reihe warten, bis sie drankommen. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Okay. Genau, wenn er schreibt, irgendwie halt, wie gesagt, dass er irgendwie eine Lieferung Schwachköpfe bekommt, die dann in einer Reihe stehen und warten, bis sie drankommen und umgebracht werden oder keine Ahnung was. Ah, das ist schon wirklich unglaublich creepy. Ich weiß nicht, sind das hier so die Zellen? What the fuck? Warum? Okay, irgendwas lauert hier. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Oh Gott. So, ich habe jetzt einmal das Spiel gespeichert. Um zu speichern, muss ich dann nochmal ins Hauptmenü und so. Aber das Spiel ist jetzt auf jeden Fall gespeichert. Das heißt, falls uns jetzt was passiert... Warum bleibt das nicht? Okay. Oh Gott, ist das alles hier verwinkelt. Oh, das ist ein Bär. Ich hoffe, kein Kuscheltier von unseren Kindern. Okay. Das funktioniert noch nicht so ganz. Wir müssen das irgendwie zum Laufen kriegen. But I don't know how. Sind wir schon wieder hier? Shit. Hier waren wir doch schon, oder? Ah, sicher. Von hier sind wir ja gekommen. Oh Gott. Okay, dann gehen wir diesmal hier lang. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care.
Okay, wofür ist das? Ah. Okay, ich check's nicht. Bleib hier. Bleib hier. Okay, das können wir nicht mehr da rein tun. Bleib hier. Hallo? Toll. Ich sehe rot. Okay, ich hoffe, meiner Gesundheit geht's gleich wieder besser. Ich hoffe, ich mache das irgendwie richtig. Ich weiß es noch nicht so ganz, ob ich es überhaupt richtig mache gerade. Okay, da kommen wir nicht lang. Ah, okay. Was ist hier irgendetwas? Sieht nicht so danach aus. Oh. Pardon. Hier ist auf jeden Fall so ein Ding. Ich bin schon wieder hier. Wie muss ich das wirklich so machen? Wie muss ich diese Dinger einfach nehmen und die da einsetzen? Macht eigentlich am meisten Sinn. Da ist jetzt eine drin. Da nicht. Da nicht. Okay, wir brauchen also noch zwei Stück. Die wieder einsetzen können. Ah, warte mal kurz. Ich glaube, wir müssen doch auch andersrum gehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich weiß es nicht. Ich habe hier wirklich null Orientierung. Aber ist eigentlich logisch. Logisch.
Hallo? Willst du noch nicht rein? Ah doch, oder? Ich weiß nicht, ob das richtig so ist. Ja. Okay, irgendwo haben wir noch eine. Ich habe irgendwo noch... Oh, fuck. Wait. Boah, das ist noch nicht der Spießrutenlauf hier, ne? Das macht mich auch immer nervöser, hier durchzulaufen. Das macht das Ganze nicht wirklich besser, weil gleich begegnen wir dann wieder diesem Schwein, wovor ich unnormale Angst habe. Ne, da kommen wir jetzt immer noch nicht lang. Sind wir schon wieder hier? Das Ding ist eh schon so gut wie tot. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir die Dinger öffnen können. Sorry, das, da wäre irgendwas. Moment. Das habe ich mir gerade auch schon durchgelesen. Shit, shit, shit. Wir brauchen ja noch, wie gesagt, eine Ampulle. Oder so ein Ding da. Aber hier bekommen wir keine mehr raus, auf jeden Fall. Aber wo ist denn die dritte? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß, ich hatte vorhin eine gehabt, dann hat mich dieses Ding angegriffen und habe ich das Ding verloren. Aber kann nicht sein, dass das jetzt einfach futsch ist. Wenn ja, wäre kacke. Das wäre richtig kacke. Das wäre so richtig kacke. Okay, hier sind welche. Kann ich die einfach verwenden? Also werden wir es einfach herausfinden. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was das bringt, das Ding. Also... Das Ding...
stehe ich jetzt hier? Oh, egal. Und jetzt? Also die Eingänge sind zu? Muss ich jetzt einfach wieder nach oben gehen? Ja, gut, anscheinend hat es ja irgendwas... Ich hänge. Anscheinend hat es ja irgendwas gebracht. Tür ist immer noch zu. Muss ich das doch noch hier einsetzen? Wo muss ich die denn jetzt hin tun? Was muss ich jetzt damit machen? Anscheinend habe ich ja damit alles Oh wait, Moment. Also ich weiß nicht, ob das so... Ob das Sinn macht und ob das so sein soll. Nee, anscheinend nicht. Aber irgendwas muss ich doch damit machen können, oder? Ich leg das einmal kurz dahin. Also die Eingänge sind hier auf jeden Fall zu. Kommen wir nicht mehr rein. Genauso wie hier. Kommen wir auch nicht mehr rein. Ist ja alles schön und gut. Aber was jetzt? Das wird irgendwie... Das macht ja keinen Sinn, oder? Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich bin. Ich muss so safe hier irgendwas mitmachen, oder? Warte, muss ich das hier reinlegen oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir können das auf jeden Fall betätigen. Da muss ich einen Grund haben, warum wir das betätigen können. Na, ja, drauflegen hilft auch nicht. Oh, irgendwie, ich kann es ja mit nix hier irgendwie interacten oder so, also... auch nicht hier reinspringen oder so. Jetzt bin ich wirklich an so einem Punkt, da habe ich gar keinen Plan. Weiß jetzt echt nicht weiter. Wo muss dieses Ding jetzt rein? Oh, ich muss es da ranschmeißen. Oder?
Muss ich da das Licht drauf richten, eventuell? Zum Erhitzen? Okay. Das ist... Okay. Da wäre ich jetzt wirklich niemals drauf gekommen. Ich hab einfach das Unrealistischste genommen. Ja, ich beeile mich. Ich will ja auch so schnell wie möglich hier raus. Ich wünschte... Also, ich will wirklich hier raus. Ich will wieder an die Luft. Ich will wieder raus, nach draußen. Junge, wir werden sowas von... nicht sterben. Boah, ich kann echt nicht mehr. Ey. Dieses Spiel macht mich fix und fertig, ne? Ich sag's euch... Ich werde nach dieser Folge wirklich ganz, ganz schlimme Albträume bekommen. Ich habe es jetzt schon im Gefühl. So, das war die Folge für heute. Und ich muss sagen, es wird wirklich immer schlimmer und gruseliger. Wir sind vom Schweinebärmann geflüchtet. Boah, 1.28 Uhr haben wir jetzt. Und ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich... Also, mir geht's auch gerade schlecht. Vom Magen her, also, weil ich finde das Spiel brutal. Ohne Mist. Also, wir sind vom Schweinmenschen geflüchtet. Wir haben wirklich vieles gemacht. Wir haben ein Rätsel gelöst, wo ich mir dachte, so... Okay, ich habe safe einen Fehler gemacht, aber nein, habe ich nicht. Es war nur ein dummes Rätsel. Und jetzt sind wir auf jeden Fall hier unten. Und ich bin sehr gespannt, wie es... Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? Okay. We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. Genau. Ja. We can use this to supplement. Hör einfach auf zu labern. So, auf jeden Fall machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns demnächst zu einer neuen Folge von Amnesia: A Machine of... Ciao, Leute.